Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ally General. Und ja, ich stelle wieder mal einen Panzer vor, nur einen diesmal, weil den italienischen und den britisch-amerikanischen Panzer, die ihr hier auf dem Bild seht, habe ich ja schon vorgestellt. Und zwar geht es in der Mitte um den Panzer 4. Wie bereits schon beim Panzer 3 vor ein paar Folgen erwähnt, konzipierten die Deutschen vor dem Zweiten Weltkrieg zwei Panzermodelle: den Panzer 3 mit einer panzerbrechenden Kanone gegen Panzer und den Panzer 4 als Unterstützungsfahrzeug für die Infanterie. Beide sollten mittlere Panzer sein. Der Panzer 4 wurde wegen seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten zum meistgebauten Panzer der Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Und zwar, muss ich jetzt mal schauen, wie viele Stück das waren. Das waren ca. 8.553 Stück wurden von diesem Panzer gebaut, also der meistgebaute deutsche Panzer des Zweiten Weltkrieges. Und der wurde sogar noch von den Arabern im israelisch-arabischen Krieg von 1948 und sogar noch im Sechstagekrieg von 1967 wurde der noch verwendet. Im Verlauf des Krieges wurde der Panzer IV durch den Einbau eines längeren Rohrs und stärkerer Panzerung zu einem ernstzunehmenden Gegner für die Alliierten, sogar noch 1943, gegenüber moderneren und stärkeren deutschen Panzern wie dem Panther und dem Tiger hatte er den Vorteil, dass er als zuverlässiges und bewährtes Modell galt, während eben Panther und Tiger noch unter Kinderkrankheiten litten. Das Fahrgestell des Panzer IV diente für zahlreiche weitere Waffen als Grundlage, fast alle kommen im Spiel vor, ich werde das nachfolgend einblenden. Ja, und zwar wurde er das Fahrgestell beim Sturmpanzer, also es wurde einfach das Fahrgestell genommen und dann irgendeine Kanone oben drauf gepackt und da entstanden diese Fahrzeuge. Der Sturmpanzer 4 Brummbär, der war eigentlich als Artillerie konzipiert, wurde jedoch auch als Antitank verwendet, also gegen Panzer. Dann das Sturmgeschütz 4, das ist das bekannte, das meistgebaute deutsche Fahrzeug war ja das Sturmgeschütz 3, haben wir ja schon vor ein paar Folgen oder einer Folge, wann auch immer, haben wir das ja schon gesagt, das Sturmgeschütz 3. Auf dem Fahrgestell des Panzer 3 gebaut, jetzt hier das Sturmgeschütz 4, das gleiche einfach auf dem Fahrgestell des Panzer 4 gebaut. Ebenfalls Artillerie, aber auch Antitank. Dann der Jagdpanzer 4, dem begegnen wir mit Sicherheit, auch ein Antitank. Dann der Panzerjäger Hornisse oder auch Nashorn, auch dem begegnen wir, auch ein Antitank. Dann die Panzerhaubitze Hummel. Das ist ein Artilleriefahrzeug, auch dem werden wir meines Wissens begegnen. Und dann noch der Flakpanzer 4 oder auch Wirbelwind, Ostwind. Das sind alles Flakpanzer auf der Basis, also auf dem Fahrgestell des Panzer 4. Da wurde der Panzer 4 aber auch noch für Brückenlegepanzer, als Munitionsträger, als Bergepanzer und als Panzerfähre auch noch benutzt. So, das war die Vorstellung der Panzer und nun geht's weiter mit dem Spiel. Sir, this was indeed an operation of the first water. It is time for Rommel to look to his laurels. High command directs us to press on to Tripoli, as we are within an ace of driving Jerry from Africa. They expect us to destroy the last vestiges of the Africa Corps by the start of August. Dies war in der Tat eine Operation von einem unübertroffenen Ausmaß. Es ist Zeit für Rommel, auf seine Lorbeeren zu achten. Das Oberkommando befiehlt uns, nach Tripolis vorzustoßen, denn wir sind in der Lage, Jerry aus Afrika zu vertreiben. Man erwartet von uns, dass wir die letzten Spuren des Afrika-Korps bis Anfang August tilgen. Ja, und wir müssen wieder unsere Einheiten platzieren. Und ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Ally General. Und jetzt ruckelt der nonstop. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Also wir platzieren hier unsere Panzer direkt an der Front und unsere Flieger auch, nur eine, okay, Ende. Und wir müssen hier, das hier ist die Cyrenaica und hier ist Ella Gala. Also wir waren ja bisher immer, waren die Deutschen aus Afrika Korps und die Italiener waren immer hier, sind dann so vorgestoßen, jetzt sind wir hier vorgestoßen und finden uns hier. Haben die das Afrika-Korps zurückgedrängt. Und unser Ziel ist es hier weiter vorzustoßen bis Tripolis. Wir greifen zuerst mal die Abwehr an. Und
und kaufen weitere Moskitobomber. So. Ein Panzer 4. Das wäre soweit. Okay. U-Boot taucht. Der Semovente M40. Oh nein, da kann ich nicht angreifen. Das, die Panzerabwehr ist zu stark. Ein 8-8er. Muss ich mit Flugzeugen versuchen? Mit dem vielleicht? Nein, genau. So. Andere U-Boot.
Hier habe ich Mühe mit dem Auffüllen gerade. Hat immer noch gegnerische Flugzeuge. So. So. Jetzt können wir wieder voll angreifen. Ah, hier sogar ein Panzer 35T, ein uraltes Modell, schicken die Deutschen da in den Kampf. Was hatten die verwehrt? Soft Attack 3, Hard Attack 6, Verteidigung 8. Ja, der war vor ein paar Jahren, also sagen wir 1939, 40 war das noch ein guter Panzer, aber jetzt ist der 1942, haben wir es der hoffnungslos veraltet. Aber jetzt haben wir die gegnerische Luftwaffe ausgeschaltet und wir stoßen auch weiter erfolgreich vor. Alles im grünen Bereich. Ist eigentlich eine einfache Mission, beziehungsweise ein einfaches Szenario. Hier ist ein schmaler Durchgang. Kommen wir gar nicht durch. Wären wir durchgekommen, wenn wir die Kampfschiffe berücksichtigt hätten, aber naja, egal. Ah, wo ist das U-Boot? Hier. Juli. Das ist mal.
jetzt sollte es gehen. So, U-Boote sind ausgeschaltet. Gut, das sieht soweit ganz gut aus. Okay. Jetzt greifen wir Misurata an. Juli. So, das läuft ja wunderbar. Thank you.
Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir zerstören beide Einheiten, dann haben wir gewonnen, oder aber wir nehmen einfach noch diese Stadt ein. Ja, wir nehmen einfach noch diese Stadt ein. So, Major Victory, wir haben gewonnen. Wir haben das Afrika-Korps und die Italiener aus Nordafrika vertrieben. Nein, nicht ganz aus Nordafrika, aus Libyen. Weil die Deutschen haben, bevor wir Tripolis eingenommen haben, Tripolis war ja der Nachschubhafen des Afrika-Korps und der Achsenmächte. Und bevor wir Tripolis eingenommen haben, haben die Deutschen in Tunesien, gleich angrenzend, Tunesien ist eine französische Kolonie, haben dort, wie es gehört zu Vichy-Frankreich, das ja ein Satellitenstaat der Achsenmächte ist, haben dort einen neuen Nachschubbasis errichtet und jetzt hat sich das Afrika-Korps nach Tunesien zurückgezogen. Und ja, gegen die Hochburg Tunesien werden wir demnächst kämpfen. Aber zuerst einmal feiern wir den Abschluss dieser Kampagne, denn wir haben die offizielle Nordafrika-Kampagne geschafft. Und ja, sehen dann mal, wie es weitergeht, aber erst in der nächsten Folge. Also, bis dann und Tschüssikowski!